Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 13.10.2023. Ja, und unser DAX hat sich Partyhütchen schon aufgesetzt, die Bär ist wieder zurück, strahlt, grinst und ist happy. Hat eine ordentliche Gegenbewegung gesetzt. Was haben wir gestern gesagt in der Analyse? Wir haben uns mit beschäftigt, dass die weiteren Ziele oben bei 5,30, 5,60 liegen. Und eben besonders der 6,50, 6,60. Wir haben gesagt, dass 6,50 vielleicht aber ein bisschen zu viel gegriffen ist für den Donnerstag, dass er das vielleicht gar nicht mal schafft. Eher so im Bereich um 6,50, dass man dort mal genau hingucken sollte und er sich vielleicht von dort dann sogar, um die Leute alle mal auszustoppen, Richtung 4,63 schieben kann. Wenn ich mir das so zurück entsinne, hat er genau das getan. Oder? Ja, doch, hat genau das getan, was wir eigentlich gestern sehen wollten. Untertägig muss ich ganz ehrlich sagen, hatte mich dabei sogar mich fast aus dem Konzept gekriegt. Wir hatten hier oben, ich fand den so ruhig, Intraday betrachtet, ich gucke manchmal gar nicht so genau auf die Kurse, sondern eher auch auf dieses Bewegungsverhalten, ne? Wie sehen die Kerzen unter der Haube einfach aus? Und ich hätte fast unsere Elisa da FV30 sogar noch long reinfeuern lassen. Weil das stand eigentlich schön stabil. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gut ein paar Leute überrumpelt bekommen hat, wie er da weggedreht ist, einfach weil das so unverhofft kam halt, ne? Also es war so unspektakulär irgendwie, so, das ist so heimlich ein bisschen einfach weggedruckt. Genauso, wie wir es letztendlich beschrieben haben, aber ich glaube, dass viele das nicht so richtig hingekriegt haben und auch nicht gegriffen gekriegt haben, einfach weil es so unverhofft war und man vielleicht auch einfach davon dann ausgegangen ist, dass da noch mehr kommen kann. Das Potenzial hätte er ja auch gehabt, locker noch 6,50, 6,80 reinzustehen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, die fehlt mir ein bisschen. Ja, wir sehen das oft im DAX, dass dieses Anritzen an diesem Channel noch stattfindet. Ja, dass er dann meist auch sogar durchsticht, mal zu probieren, durchzukommen. Auch wenn es nachher kein Trendbruch wird, sondern eine Trendfortsetzung, sieht man häufig dieses Durchstechen an der Trendlinie. Und jetzt haben wir hier aber eine klare Umkehrkerze drin. Ja. Und da muss man wirklich klar sagen, Umkehrkerze, ja, wenn es danach geht, handle, was du siehst, müsste man hier jetzt sagen, zum Freitag Risiko einplanen auf der Unterseite, unterhalb von 3,80 kann der Markt weiter fallen, die nächsten Bereiche wären 2,90, 2,60 und darunter die 200 als Gap Close. Und aus der Perspektive, wenn er wirklich hier jetzt vom mittleren Band eine Umkehr stellt, nachdem er sich von hier nach oben gestellt hat, ist er ja noch im Abwärtstrend. Das heißt, wir haben hier einen Hochpunkt, einen Tiefpunkt. Dann haben wir einen tieferen Hochpunkt, einen tieferen Tiefpunkt. Wenn wir jetzt wieder einen tieferen Hochpunkt kriegen, wäre sogar rein theoretisch möglich, dass er, wenn er 200 und 290, 260 durchfällt, sogar nochmal ein tieferes Tief setzt. Ja, das würde bei einigen hier die Jahresendrallye-Gedanken, die da schon aufgekommen sind, ganz, 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 ganz schnell wieder zertreten. Ja, und deswegen würde ich ein bisschen aufpassen. Wenn wir jetzt bedenken, was wir gestern gesagt haben, ja, von wegen, wir haben das ja gestern so gesagt, ne, er schafft bestimmt 6,50 noch nicht, ja, das wäre vielleicht zu viel für den Donnerstag, vielleicht eher so 5,30, 5,60, dann von dort einmal runter auf so 4,63 hat man gesagt, um die Leute auszuschalten. Er hat genau das gemacht, um danach dann wieder hochzukommen. Und von daher, er hat jetzt das Übertreibungsszenario nicht aktiviert bekommen, weil er es zu spät gemacht hat, aber rein vom Bewegungsverhalten wäre hier jetzt erstmal ein bisschen Gegenwehr auch wieder zu erwarten. Ja, weil ich glaube schon, dass die Leute hier unten getreten bekommen hat. Sollte also ansteigen, hoch in die 4,30, 4,60, würde ich dort aber sehr genau hingucken. Ja, könnte mir gut vorstellen, dass er von hier nicht hochkommt, nicht das komplett ausgekontert bekommt, sondern vielleicht eher positiv hier reinstartet und dann wieder umkippt. So wie er das nicht letzten Freitag gemacht hat, aber die ganzen anderen Freitage eigentlich oft davor. Da haben wir auch oft so gesehen, diesen Freitag, der so relativ straight angezogen hat, gut aussah und dann doch wieder hinten raus umgekippt ist. Sowas könnte ich mir für diesen Freitag jetzt ja auch wieder gut vorstellen, weil das gut reinpassen wird, auch auf den Tageschart. Sowas sieht man oft, dass wenn so eine Umkehrformation hier gestellt wird, der Markt eben am nächsten Tag nicht mit einer komplett grünen dann einfach dran vorbeizieht, sondern oft hier so ein, warte mal, jetzt hängt irgendwie meine Maus. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich nichts mehr zeigen. Doch, da ist sie wieder. So, wo ich stehen geblieben, dass er oft dann hier
noch so eine Zwischenkerze einbaut, wie einen Doji oder irgendwie sowas, irgend so eine kleine Unterbrechungskerze, die manchmal auch sogar noch einen Schatten dann unter diese Kerze wirft, ein bisschen drüber, und dann dreht er von da nochmal hoch. Also wenn er hier ran will an den Channel Montag, Dienstag dann nochmal dran stechen, müsste er eigentlich hier einen Doji bauen. Ich glaube, das wäre die gängigste Form, wie er das praktizieren könnte. Und deswegen guckt man ein bisschen genauer hin im Bereich um 460, 430, dreht er sich dann dort ein, könnte ich mir vorstellen, dass er hier noch runterhaut, so auf die 290, 260, vielleicht sogar nur 300, irgendwie so in dem Dreh, ne? 300, 260, von 430, 460 kommt, das ist auch eine schöne Strecke, also achtet hier mal auf ein Umkehrsignal, ansonsten wäre auch über 460 wieder positiv zu werten, könnte wieder alles hoch, hoch und zurück, und ja, das ist eigentlich alles, ja, 430, 460, als Umkehr hier oben, unten noch die 290, 260, unabgearbeitetes offene Gap haben wir auch noch, ne? Und Umkehrsignal im Tageschart. Ja. Rein vom psychischen Bewegungsverhalten wird es eher passen, dass er sich eigentlich nochmal hochdreht und Richtung Channel arbeitet. Das wird aber vermutlich so laufen, 430, nochmal zurück, zack, und dann Montag hoch. Ja, wird eher so wahrscheinlich laufen. Vom psychologischen Bild her, rein vom technischen Bild her, müsste man hier jetzt wirklich sagen, der kann auch am Freitag gut und gerne schon an die 15.200 fallen und dort auch bleiben. Rein von der Kerze und von der Trend, von der Trendperspektive und von der Kerze her, so. Deswegen könnte man es vielleicht so anstellen, wenn er gut rein startet, die 340, 360, 430, 460 sich angucken, für vielleicht eine Short-Position, na, drüber vielleicht sogar eher long. Ich würde das kleine Stückchen bis dahin nicht zwangsweise longen, dazu wäre mir hier die Umkehrsignal zu frisch. Und dann könnte man sich vielleicht probieren, unter 350 zu orientieren, in die 290 rein, 260 rein, 300 da. Und wenn die auch bricht, Richtung 200 hin. Und ich würde aber runter zu trotzdem erstmal ein bisschen versuchen, kleine Strecke zu fahren, für den Fall der Fälle, dass er doch das Doji baut. Also das macht er so oft, ja, dass er sich so dann nochmal dreht. Also was heißt, nicht dieses Abdrehen macht er oft, sondern dass er diesen Channel einfach nochmal mit so einem dritten Stößchen macht. Rein von der Kerze her, die sagt zum Freitag abwärts, vom erwarteten Bewegungsbild und von dem, was wir gestern gesagt haben, mit 5,60, 5,30 erstmal zum Donnerstag oben, dann unten rausstoppen, 4,30 wieder zurück. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen, das wird er machen. Ja, gut. Ich habe gesagt, wie ich es machen würde. Ich habe gesagt, was ich erwarte. Wir haben die Marken unten, wir haben die Marken oben. Damit, denke ich, sind wir durch. Webinar für die Premium-Leute machen wir am Sonntag. Und ansonsten hören mich die anderen wieder am Sonntagabend für die Analyse zum Montag. Bis dahin, viel Erfolg, gutes Klingen. Schönes Wochenende. Tschüss.